Hallo, hier ist der Matt Sinner und ihr hört The Block of Rock. Hallo, willkommen bei The Block of Rock, deinem Hardrock und Heavy Metal Podcast Musikmagazin. Ich bin Uwe Lerch und ich nehme dich Backstage mit zu den Rockstars. Natürlich quatschen wir über die Musik, die uns alle verbindet, über neue Platten, über Livepläne und was früher so war. Aber wir sprechen auch über die Menschen dahinter. Was hat sie inspiriert und motiviert und welche Rockstar-Tipps haben sie für dich da draußen? In den Shownotes, das ist die Beschreibung zu dieser Episode, über die du das hier gerade hörst, findest du einen zentralen Link für alle weiteren Informationen, der dich aber auch in meine offizielle Facebook-Gruppe führt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Bist du nun am Start? Na dann komm doch mit! Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Episode, in der wieder einmal frischer Stahl aus deutschen Landen geschmolzen wird, denn das selbsternannte Metal Commando von Primal Fear hat ein neues Album der absoluten Extraklasse im Anschlag. Nachdem sich die Mann um Matt Sinner und Ralf Schepers seit Jahren konstant steigern konnten, legen sie jetzt nochmal richtig einen drauf und lehren so manchen internationalen Hohepriestern des harten Gebetes das Fürchten. Grund genug, bei Matt Sinner mal durchzuklingeln. Hallo Matt, ich finde es ganz toll, dass du dir auch heute die Zeit nimmst, um über das neue Primal 4 Album zu sprechen. Da ist mir als erstes natürlich aufgefallen, dass Metal Commando, so wie das Album ja auch heißt, ist zurück im Ländler angekommen. Ihr seid wieder in der Heimat gelandet. Eine Entscheidung, die eigentlich kurz nach dem Release der letzten Platte stattfand. Wir hatten schon vor ein paar Jahren wieder Kontakt zu Nuclear Blast und zu Markus Steiger persönlich, der schon die Rulebreaker-Platte selber wieder rausbringen wollte. Aber da biss er bei den Italienern von Frontiers Records auf Granit und war ganz klar, dass wir unseren Vertrag erfüllen müssen. Das haben wir gemacht. Und danach schließt sich für uns der Kreis und das Angebot von Nuclear Blast war gut. Wir hatten ein noch besseres Angebot von Frontiers, aber wir haben dann uns entschieden, wieder zurück zu unseren Roots und zu unserem Beginn der Band zu gehen und haben dann einstimmig unter den Gründungsmitgliedern abgesprochen. Wir gehen wieder zurück zu Nuclear Blast, haben zuerst eine Single veröffentlicht und uns dann Zeit gelassen für ein neues Album. Das haben wir dann innerhalb eines Jahres produziert mit schönen Breaks. Und nächste Woche soll es ja rauskommen. Es ist ja letztendlich so, uns verbindet ja auch die gemeinsame Leidenschaft Fußball, auch wenn wir getrennte Farben haben. Und mir kommt es so ein bisschen vor bei Primal 4, ihr habt eine Weile in Italien gespielt, in der ersten Liga dort und seid jetzt doch wieder zurück in die Bundesliga gewechselt, was ja nicht unbedingt negativ ist, ganz im Gegenteil. Hier wird ja auch sehr attraktiver Fußball gespielt, zumindest von einigen Vereinen. Und jetzt habt ihr natürlich, sage ich mal, auch den großen Vorteil, dass ihr die Plattenfirma, das ganze Promotion-Team, was ja auch bei Nuclear Blast einfach sehr gut ist, direkt quasi vor der Haustür habt, speziell ja mal jetzt auch für dich. Wie fühlt sich das denn so an, jetzt wieder quasi mit dem alten Team? Du kennst ja viele Leute auch, die da arbeiten, auch wenn sich da ein bisschen was verändert hat jetzt in den letzten Jahren durch die eine oder andere Position, die neu hinzugekommen ist und andere weggefallen sind. Aber wie fühlt sich das denn so an, wenn du da jetzt wieder nach Donzdorf fährst? Du hast ja auch jahrelang in dem Laden selber gearbeitet. Ja, also sagen mal, durch die letzten Wochen und die Inaktivität im Gebäude selbst sind meine Fahrten nach Donzdorf relativ gering. So, sagen mal eher so, vor anderthalb Jahren, als wir den Vertrag unterschrieben haben, war es dann schon das erste Mal, dass ich seit über 10 Jahren meinen Fuß wieder in mein altes Office setze. Jeder, der sowas mal gemacht hat und auch, wie will ich sagen, in der Company gearbeitet hat, vor allem in der Plattenfirma, wo mit Hochdruck an verschiedenen Dingen auf der ganzen Welt gearbeitet wird, und dann, sagen wir,
12 Jahre selbstständig ist, dann zurückkommt, das war schon auch die Nähe, spielt da gar keine Rolle. Also ich meine, was habe ich jetzt in Donsdorf zu suchen? Gar nichts. Also ich bin ja viel näher an Stuttgart wie an Donsdorf. Und aber für mich war das schon ein Moment, wo ich gesagt habe, so Jack Bauer kommt zurück zu 24. Und ich bin da reingegangen und war alles in Ordnung. Ich habe viele Leute gekannt, wurde wirklich herzlich empfangen und freue mich auf die Zusammenarbeit, die jetzt schon eine Weile funktioniert. Und ich muss sagen, wir sind hochzufrieden mit der bisherigen Zusammenarbeit. Es sind natürlich auch Leute für uns zuständig, die, sagen wir mal, niemals mit uns in irgendeiner Form Probleme hatten und auch immer gern mit uns gearbeitet hatten. Auch in der Zeit, wo wir nicht beim Nuclear Blast waren, ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu uns hatten. Und es ist wirklich ein tolles Team und ein guter Spirit. Ihr habt natürlich mit Primal 4 auch eine super Mannschaft. Und ich würde gerne so ein bisschen in dem Fußballvergleich bleiben. Ihr habt ganz vorne als Stürmer den Mann ohne Haare, aber mit einer außergewöhnlichen Stimme, der für mich über die Jahre einfach immer noch besser geworden ist. Wie kann der Ralf einfach diese Power, die er da hat, in seiner Stimme so halten? Ich glaube mal, dass es auch sehr wichtig ist, wie der Ralf so eine Platte jetzt recorden kann. Wir haben ein System gefunden, das ihm sehr entgegenkommt, dass er schon sehr früh anfangen kann, sich seine Tracks einzuteilen und seine Aufnahmen dann zu machen, wenn er glaubt, er hat einen guten Flow und er ist gut bei Stimme und er singt gern. Ich glaube, das Schwierigste für einen Sänger mit so einer Stimme wie Ralf und so einem Power, den er da reinlegt, ist, wenn er innerhalb von 4 Tagen so eine Platte singen muss. Die, sagen mal, Anspannung und den Druck nehmen wir von ihm, indem wir sagen, pass auf, hast so lange Zeit, wie du willst. Kommt das Ding im Juli, kommt es im Juli, kommt es im August, kommt es im August, kommt es im September, kommt es im September, wurscht. Und er hat dann, sagen mal, sein System. Wir sprechen die ganzen Tracks miteinander ab und das gibt ihm natürlich auch ein bisschen innere Ruhe, trotz der ganzen Enthusiasmus und Attitude, die nötig ist, um die Vocal Tracks zu recorden, dass er nicht so ultra unter Druck steht. Und das, glaube ich, tut ihm ganz gut. Das hört man auch insbesondere bei den ruhigen Tönen, über die wir gleich ja auch nochmal sprechen werden, wo ich das Gefühl habe, dass er einfach noch mehr Gefühl in die Stimme reingesetzt hat, wie schon bei früheren Balladen, die bei Primal 4 waren. Und das ist mir also erstmal aufgefallen beim Durchhören des Albums. Dann habt ihr 3 Offensivspieler, was sicherlich auch für eine Metalband zumindest mal auf einem Album ungewöhnlich ist. Aber die Konzeption von Primal 4 sieht es ja nun vor, dass ihr 3 Gitarristen habt, was man ja normalerweise so bei Südstaatenband kennt. Aber das gibt der Platte ja auch nochmal eine zusätzliche Note, dass man dort eben, sag ich mal, einfach noch mehr Gitarren drauf hat, die einfach noch mehr Virtuosität einbringen. Wie ist es denn da mit der Zusammenarbeit? Die beiden deutschen Jungs, Tom und Alex, haben ja, so wie ich das gesehen habe, zusammen eingespielt, während Markus dann in Schweden war. Ja, Markus hat seine Gitarre wie immer in seinem Studio in Schweden eingespielt. Da wir sehr viele Songs miteinander komponieren, sind wir ja vorher schon die ganze Zeit am Reden und wissen, was wir wollen. So, jetzt gilt es immer, die letzten 5% rauszukitzeln, weil die letzte Platte war ja auch schon ziemlich gut. Also wie kann man das jetzt toppen? Wie kommen wir dahin, jetzt da Dinge noch ein bisschen detaillierter, Feinschliff, Sound, was machen wir da jetzt? Arrangements. Und da wird sehr, sehr früh bei uns drüber geredet und wir haben eigentlich ein unglaublich friedliches, kreatives Verhältnis miteinander, eine Partnerschaft, die wirklich unglaublich ist. Und so macht der Magnus seine Gitarren in Schweden. Ich muss da nicht daneben hocken, wir reden sowieso die ganze Zeit, wir machen eine fette Pre-Production, alles ist klar, bevor der überhaupt anfängt, Gitarre zu spielen. Dann haben wir diesmal
die Idee gehabt, Leadgitarren und Parts von Thomas und Alex nicht getrennt voneinander zu machen, sondern unser Tourmanager und Freund auf Hausmann Sebastian Röder hat ein tolles Studio in Kempten im Allgäu. So, und meine Idee war, wie kann ich aus den Jungs noch ein bisschen was rauskitzeln? Also alle zusammen nach Kempten ins Allgäu, die Gitarren angeschlossen und sich gegenseitig zu neuen Höchstleistungen gepusht. Und nach meinem Empfinden hat es super geklappt. Also die Jungs sind über sich rausgewachsen, haben tolle Arbeit abgeliefert und es war der richtige Move. Und ich glaube, dass wir den auch beibehalten werden. Also ich finde, die Platte hat unglaublich viel Power. Gerade, ich meine, man hatte ja schon im Vorfeld über die Videos auf den üblichen sozialen Medien schon so ein bisschen den Eindruck bekommen. Ich hatte ja die Ehre, jetzt das komplette Album zu hören und da sind ja Stücke drauf, wo ich das Gefühl habe, da habt ihr einfach nochmal 10-15% mehr Tempo zugeschaltet. Und da kommen, glaube ich, aber auch die Gitarren einfach noch stärker zur Geltung. Naja, unser Ziel war eben, nicht exakt die gleiche Platte nochmal zu machen. Das Feedback der Japaner war gleich, das ist unsere deutscheste Platte. Naja, gut. Wenn 2/3 der Songs von einem Schweden und einem Deutschen geschrieben werden, dann ist ein bisschen Schwede dabei. Ja? Warum ist es die deutscheste Platte? Ja, weil wir jeden Refrain und jeden Chorus toll mitsingen können. Okay? Ist mir zwar noch immer nicht klar, warum das eine deutsche Platte ist, aber die Japaner haben so ein spezielles Feeling für Musik. Das ist immer wieder interessant zu hören. Und ich glaube, dass wir diesmal von den ganzen Songs eine riesen Auswahl hatten. Wir hatten fast 30 Songs geschrieben in der Zwischenzeit, hatten reduziert auf 20, sind dann nochmal runter auf 16. Und final sind dann 11 auf die Platte gekommen. Also wir hatten da auch eine gute Auswahl, um zu sagen, das wollen wir machen. Das Problem ist immer dann zu sagen, wie ist die Reihenfolge? Was ist die richtige Auswahl? Sorry, dass da jetzt ein bisschen was kommt. Und dass wir einfach die richtige Running Order finden. Auch sowas ist keine leichte Aufgabe. Also du musst immer danach schauen und auf irgendeinen Gaul musst du setzen, sage ich immer. Und im Endeffekt entscheidet dann erstmal die Leute, die Platte vorab bekommen und ihre Rezension schreiben, wie ist das Feeling. Und da wurde sehr oft jetzt in den letzten Tagen gesagt, die Running Order auf der Platte ist sehr, sehr speziell, aber geil. Und das war wirklich, wirklich eine harte Aufgabe zu sagen, was ist zum Beispiel Bonus-Track, was tun wir nicht drauf, was tun wir drauf, in welcher Reihenfolge. Das war eine spannende Aufgabe diesmal. Vielleicht kommt dieses Deutsche, was du gerade angesprochen hast, auch so ein bisschen von eurem neuen Torwart, der Mann, der hinten steht. Da habt ihr ja auch eine neue Personalie, der ja auch, sage ich mal, im Teutonenstahl bestens bewandert ist. Es gibt ja quasi so eine kleine indirekte Gamma-Ray-Übernahme jetzt bei Primal 4 über verschiedene Epochen. Aber ihr habt ja mit Michael jetzt einfach auch noch einen ziemlich geilen Drummer in der Band, der vielleicht da auch nochmal diese Facette mit abrundet. Ich kann nur sagen, er spielt seit über einem Jahr bei Primal 4. Ich bin dann im letzten November mit ihm zu Jakob Hansen in sein Studio in Dänemark gegangen, dessen Studio und Drumraum ich sehr, sehr schätze. Habe dann zum ersten Mal mit Michael im Studio gearbeitet. Wir kennen uns ja schon über Jahre. Unity war mit Sinner auf Tour. Mit Gamma Ray haben wir sehr oft gespielt. Also wir kennen uns ja. Aber was er im Studio abgeliefert hat, war allererste Klasse. Also super vorbereitet, super Equipment, sehr, sehr friedlich, nie aggressiv, immer an die Musik denkend. War für mich eine Freude, mit dem Kerl zusammenzuarbeiten. Und wir haben ein, glaube ich, exquisites Fundament gelegt für alle anderen in der Band, darauf zu rekorden. Was super wichtig ist, auch für den finalen Sound, für den finalen Mix. Denn wenn du am Anfang schlamperst,
kriegst es am Ende nicht mehr hin. Jetzt haben wir natürlich im Fußballteam noch einen, nämlich den Libero, der die Bälle verteilt, und das bist ja du. Du bist jeder derjenige gewesen, der die ganzen Fäden in der Hand hatte und warst auch in den verschiedenen Studios eben, um die Platte aufzunehmen. Wie viel Zeit, sag ich mal, ist für dich jetzt für dieses Album draufgegangen? Über wie viele Monate spricht man da? Ein Jahr. Puh, krass. Also, das liegt aber auch daran, dass wir ziemlich oldschool sind, ja. Was die Aufnahmen anbelangt, was die Sorgfältigkeit anbelangt, was jetzt der finanzielle Input anbelangt. Also die Platte ist nicht billig. Aber du musst dich in einem Punkt, wo Primal 4 jetzt ist, entscheiden, die erste Platte für Nuclear Blast, all in oder kurzfristig ein bisschen Geld zu verdienen, dass man dann eh sowieso für Gitarren und Bassgitarren eine neue Drums rausblasen oder was weiß ich. So, jetzt sind wir hergegangen und haben gesagt, okay, wir nehmen die Platte auf ohne Druck, ohne Zeitdruck, in guten Studios, wirklich mit toller Technik und versuchen, unsere Soundvorstellung zu verwirklichen, die wir dann auch verwirklicht haben. Ich glaube, aus meiner Sicht als verantwortlichen Produzenten, der dann etwas neutraler vielleicht ist wie der Musiker selber. Ich muss sagen, für mich ist das die bestklingende Primal 4 Produktion. Matt, wenn ich das Album Metal Commando durchhöre, gibt es, wie schon erwähnt, eine Menge Songs, die vom Tempo ähnlich sind, ähnlich schnell, aber es gibt zwei Songs, die, sag ich mal, aus meiner Sicht doch herausragen, nicht weil sie besser sind als die anderen Songs, sondern weil sie einfach anders sind vom ganzen Arrangement. Ich würde gern mit dir einmal über I Will Be Gone sprechen, weil es ein Song ist, der sich für mich so ein bisschen auch anhört, auch von Ralf Stimme. Da habt ihr sehr, sehr viel Gefühl reingepackt in die Nummer. Ist eine tolle Ballade, im Grunde genommen perfekt für die nächste Kuschelrock. Viel Streicher drin, trotzdem das Ganze sehr reduziert auf Ralf Stimme. Worum geht es in diesem Song? Eigentlich ein trauriger Song. Also da hat eine Beziehung nicht ganz so funktioniert, wie es hätte sein sollen. Und es geht eigentlich darum, dass ich dann gehe. Weil ich habe den Text geschrieben. Ich gehe. Ja, ich gehe und es ist vorbei. Und der Song selber, der Reiz war, wie bekomme ich als Produzent hin, so eine Ballade ohne richtig fettes Drums, ab anderthalb Minuten müsste eigentlich ein Drum kommen und richtige Bratgitarren rechts und links und dann wird alles einfacher. Wie kriegt man das jetzt hin, ohne das auszukommen? Und das haben wir probiert, zwei akustische Gitarren, ein Cello und Ralf. Und dann bin ich erschrocken, weil eigentlich hatte ich gedacht, der Song braucht so wie eine Steigerung, so richtig moderat mit den Vocals anfangen und schön dann immer höher, lauter, breiter. Und dann kam Ralf und fing schon eigentlich auf dem Peak an. Ja, was machen wir jetzt? Das eigentlich so wollte ich es nicht. Und dann habe ich es 3-4 Mal angehört, habe ich gedacht, das ist ja saugeil. Also ich meine, ultra mutig und für mich, der da in dem Song ein halbes Jahr rumfummelt, unverhofft. Und dann fand ich es einfach genial. Und ich glaube, der Song splittet ja die Platte in zwei Hälften. Er kommt ja genau in der Mitte der Platte und ich habe mir dann auch gedacht, wie kriegen wir das hin jetzt ohne Schlagzeug und ohne elektrische Gitarren? Und im Endeffekt, glaube ich, ist es super gelungen und deswegen reden auch viele Leute, die jetzt den Song schon gehört haben, sehr positiv über den Song, weil er einfach anders ist. Und nicht unbedingt jetzt das übliche Klischee oder die von Primal 4 gewohnt, sondern eben andere. Der andere Song, der sehr, sehr ungewöhnlich ist, ist der Song, den ihr mit gutem Recht nicht auf Position 1 gepackt habt.
sondern eher hinten auf der Platte, nämlich als letzten Song vor den Bonustracks. Das ist Infinity, ein Song, der 13 Minuten lang ist, nie langweilig wird und man sich am Ende gewünscht hätte, warum ist er denn nicht noch doppelt so lang? Man hätte doch noch so viel da reinpacken können. Er ist, für mich ist das so ein bisschen, wenn man jetzt auch mal die ganze Entwicklung von Primal Fear sieht über die über 20 Jahre, für mich ist das so euer Rime of the Ancient Mariner Epos. Also das ist eine Nummer, die ich so, ich meine, ihr habt ja schon mal eine lange Nummer gemacht, aber so gar nicht erwartet hätte. Oder bei Priest gab es ja mal dieses Loch Ness, was ja auch eine Nummer war, über 10 Minuten. Aber wie kommt man auf die Idee, so eine lange Nummer zu machen? Entwickelt die sich einfach, man lässt sie laufen und stoppt gar nicht und sie ist dann einfach so lang? Oder war das von vornherein konzipiert, eine Nummer zu machen, die eben an diese Zeitgrenze geht? Das kannst du jetzt so nicht konzipieren. Der Punkt war, dass wir eine Nummer hatten, die war 4 Minuten. Und ich habe gedacht, da fehlt noch das, da fehlt noch das, fehlt noch das. Und da ist mehr Potenzial drin. Und ich habe dann mit Magnus Carlsen viel darüber nachgedacht, wo können wir kürzen, wo können wir was länger machen, haben wir neue Parts, Parts weggeschmissen, neue Parts geschrieben, zusammengesetzt. Auf einmal waren wir bei 9 Minuten. So, dann sind wir hergegangen und haben gesagt, okay, 9 Minuten. Cool. Also für mich kommt der Song an das Ende der Platte. Weil das hat eine bestimmte Stimmung. Wir haben uns auch bei den Parts die Ruhe gelassen, diese Parts zu entwickeln und nicht jetzt zu hektisch irgendwo, machen wir das, machen wir das, machen wir das, sondern einfach auch mal die Ruhe gelassen, ein Part zu Ende zu bringen. Und nicht in der Mitte abzukürzen, weil sonst wird der Song zu lang. Nee, wir haben den Part einfach zu Ende gespielt. Und so hat sich der Song immer weiterentwickelt. Dann habe ich dann zu Magnus gesagt, was mir noch fehlt als Ende der Platte, ist so ein richtig epischer Score-Abschluss. So, und dann sind wir hin und haben miteinander rumgewurschtelt, bis wir dieses Ende, das orchestrale Ende dann noch hatten. Haben das alles zusammengefügt. Auf einmal waren wir über 13 Minuten. Ja, was machen wir denn jetzt? Und ich glaube aber, dass der Song, wie ich jetzt auch aus vielen Richtungen höre, super Anerkennung findet. Und die ganze Arbeit, die wir in den Song reingesteckt haben, sich auch gelohnt hat und den Leuten der Song trotz dieser brachialen Länge gefällt. Und das ist die schönste Anerkennung, die ich haben könnte. Ihr habt auf diesem Album sehr unterschiedliche Facetten. Da sind so die, sag mal, die Songs, die man vielleicht von Primal Fear auch erwartet, die Dampframmen, die, sage ich mal, vom Tempo her sehr weit nach vorne gehen und sich vielleicht aber auch aus meiner Sicht von manchen anderen deutschen Bands, die, sage ich mal, auf der einen Seite vielleicht noch ein bisschen melodiöser sind, mehr in Richtung, sag mal, melodiöseren Power Metal gehen, oder auch von den Bands, die dann mehr den Hardrock-Touch auch noch mithaben, wie zum Beispiel Sinner. Habt ihr, glaube ich, aber letztendlich euch jetzt über die Jahre, und das sind ja schon ein paar, eine Position erarbeitet, wo ihr schon eine gewisse Eigenständigkeit habt. Ihr seid kein Thrash, wie jetzt Destruction Creator oder Tankard. Ihr seid aber auch kein Melodic Power Metal, wie viele eben andere eben auch, wie Brainstorm oder wie Mystic Prophecy, sondern ihr habt tatsächlich quasi aus meiner Sicht eine Position, die so in Deutschland wenig Konkurrenz hat. Und daher glaube ich, ist so die Präsenz von Primal Fear, die ja über die Jahre eher gewachsen ist. Bei vielen Bands ist es ja eher so ein bisschen gleichbleibend oder vielleicht runterfallend. Aber bei Primal Fear habe ich echt so das Gefühl, ihr seid noch irgendwie in der Anfangsphase, obwohl ihr ja auch schon über 20 Jahre am Start seid. Fällt dir das auch so auf, dass vielleicht die Akzeptanz von Primal Fear jetzt in den letzten Jahren, speziell mal in Deutschland, eigentlich eher gewachsen ist? Jein, ich würde eher sagen weltweit. Und das ist auch darauf zurückzuführen, dass wir
getourt haben wie die Bekloppten. Wir haben die letzten 8 Jahre wirklich unfassbar viele Shows gespielt, egal wo auf der Welt, egal unter welchen Umständen, mit Schlaf, ohne Schlaf, in Flugzeugen gesessen, in denen wird sich kein Mitteleuropäer reinsetzen. Und wir haben viel, viel auf uns genommen und wirklich auch hart an unseren Live-Shows gearbeitet. Also ich glaube, dass Primal Fear mittlerweile auf der Bühne eine massiv bessere Band ist als noch vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Und das hat aber auch einen Grund. Und wir haben gelernt, wir wissen, wie wir miteinander umgehen. Wir wissen, wie wir uns die Sachen einteilen. Und wir nehmen jeden Auftritt ultra seriös, weil es wichtig ist, egal wer jetzt im Publikum ist, die haben gezahlt, um Primal Fear zu sehen. Und in manchen Ländern sind es Monatsgehälter. Da kann ein Deutscher drüber schmunzeln, aber in manchen Ländern wie Honduras, Nicaragua, Mexiko und so weiter sind Tickets für ein Primal Fear Konzert ein Monatsgehalt. Und damit musst du auch umgehen. Und das muss man seriös angehen und da muss man fighten. Da muss man wirklich sich nicht vorm Gig die Birne voll kloppen mit irgendwelchem Alkohol und dann über die Bühne schlürfen und gar nicht wissen, welcher Song der nächste ist, sondern man muss das seriös angehen. Und das haben wir gemacht und wir haben uns entwickelt. Und trotz, sagen wir auch jetzt nicht mehr jugendlichem Alter, haben wir alle gelernt und dazugelernt, wie wichtig es ist, den Fans das zu geben, was sie wollen. Und da würden wir uns natürlich auch alle freuen, wenn das, sage ich mal, auch bald wieder auf die Bretter der Bühne gehen wird. Wie sehen denn jetzt aktuell die Live-Pläne aus für Primal Fear? Ihr werdet ja jetzt eigentlich, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ihr werdet doch eigentlich jetzt mit Symphony X auf Tour, oder? Waren. Es wären 28 Shows in USA und Kanada gewesen. Kann man ja froh sein, dass man da gerade nicht ist, zumindest in den USA. Und das ist um ein ganzes Jahr verschoben worden, in den Wahlen Juni 2021, falls es dann Amerika noch gibt, ja, oder unter welchen Umständen es Amerika noch gibt. Und oder wer dann das Sagen hat, Art. Wer das Sagen hat, das meinte ich ja, bloß anders umschrieben. Nicht so offensichtlich, ich brauche ja noch ein Visa. Weißt du? Und genauso in Europa, unsere Tour im September, Oktober, sag mal, ganz klar, das wird nicht stattfinden. Das brauchen wir uns nichts vormachen. Wir wollen auch nicht unter extremen Bedingungen spielen, sondern wir wollen ein richtiges Metal-Konzert spielen. Und zu einem Metal-Konzert gehört einfach die Freiheit der Leute, sich zu bewegen, zu singen, mitzumachen, eng nebeneinander zu stehen und Spaß zu haben. Und solange der Spaß flöten geht, brauchen wir auf keine Bühne gehen. Deswegen haben wir unsere Tournee auch verschoben in den haben es probiert, jetzt Mitte Februar zu starten bis Ende März und werden auch hoffen, dass bis dahin alles wieder regulär möglich ist unter bestimmten Bedingungen, aber zumindest mal ein Konzert wieder möglich ist. Und dann werden wir schauen, dass das Ganze hoffentlich ab Mitte Februar wieder möglich ist. Also ich bin überzeugt, wenn die Leute wollen und das, mit dem Impfstoff so weitergeht, wie es momentan gerade sich entwickelt, dass wir im Herbst zumindest mal dran denken können, dass es 2021 möglich sein wird, normale Konzerte zu spielen. Ich drücke euch alle Daumen. Wenn ihr quasi in dem Zeitraum touren würdet, dann seid ihr ja für zumindest mal Tom, Alex und du für Rock Meets Classic bestmöglich schon eingespielt, warm gespielt, auch wenn es natürlich andere Songs sind. Wir werden unseren Tourbus nutzen als Proberaum und die Primal Fear Tour und die langen Fahrten nutzen, um uns Rock Meets Classic hundertprozentig drauf zu schaffen. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Matt, auch für diese Statements zum ganzen Thema Primal Fear und dem neuen Album Metal Commando. Und ich drücke dir die Daumen, dass deine Pläne aufgehen. Jetzt würde ich aber allerdings trotzdem mal wissen, was macht denn Matt Sinner, der ja immer sehr, sehr umtriebig ist, sonst noch? Du hast ja noch viele, viele andere Projekte. Du hast ja auch andere Bands produziert. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass es ja auch noch Sinner gibt. Wie passt jetzt alles, sage ich mal, in das
komplett umgeräumte Jahr für dich zusammen? Sagen wir so, Sinno. Das Einzige, was sehr schade ist, dass ein paar Sommerfestivals ausfallen. Aber wir haben ja die Santa Madre-Platte gemacht, waren super happy mit unserem Ergebnis, auch mit dem Mut, mal was Neues zu probieren, eine positive Platte auf den Markt zu bringen, waren Top 40 in Deutschland, was eine schöne Anerkennung ist für unsere Musik. Und da bin ich total mit mir im Reinen und super. Und wenn die Zeit wieder reif ist, gibt es eine neue Sinner-Platte. Wir sind ein tolles Team, haben super Spaß miteinander. Tolle Auftritte auch gespielt in dem Zusammenhang und das wird weiterverfolgt. Dann haben wir habe ich eine Platte produziert und co-geschrieben mit einer italienischen Band, die heißt It's a Lie. Die kommt auf Roar of Angels Records, den Griechen, meinem Kumpel Aki raus, im Mitte September. Das ist die Band der Sinner Co-Sängerin und Rock Meets Classic-Kollegin Giorgia Colliori und ihrem Vater Camillo. Mit denen habe ich eine richtige urbane Rockplatte gemacht. Also das ist kein Metal, das ist kein New Metal, das ist kein irgendwas, das ist richtig bodenständiger Rock. Ganz, ganz limitiert auf eine fette Gitarre, Bass und Drums und ihre Vocals. Super interessante Platte. Ich glaube, am 30. Juli wird das erste Video und die erste Single veröffentlicht. Und hat mir tierisch Spaß gemacht. Hat eine tolle Zeit in Italien. Haben das auch in einem Studio regulär teuer produziert und klingt auch gut. Dennis Ward hat gemischt. Mitte September kommt die Platte raus und am 30. Juli die erste Single. Und gestern bin ich fertig geworden mit den Aufnahmen zur neuen Voodoo Circle-Platte. So, also der Kreis schließt sich, Uwe. Du siehst, trotz Verhandlungen mit Dee Snider Management, mit Joey Tempest Management, mit Primal 4 Release, neues Video und so weiter und so fort, hatte ich noch eine Voodoo Circle-Platte fertigzustellen. Und das habe ich dann auch noch gemacht. Wahnsinn. Wann kommt die raus? Ich denke im Januar. Januar oder Februar. Also ich meine, wir sind jetzt fertig mit den Recordings, müssen noch Kleinigkeiten, ein paar Details finalisieren. Dann geht es zum Mischen. Und ich denke mal, dass wir Ende August fertig sind, sodass die Plattenfirma 4 Monate Zeit hat, alles vorzubereiten und dann kommt eine neue Voodoo Circle raus. Wahnsinn. Ich bewundere dich immer wieder für deine Umtriebigkeit, aber so kenne ich dich schon seit vielen, vielen Jahren und freue mich auf jeden Fall auf die Musik, die da kommt. Vielen Dank, Metzinger. Alles klar. Danke, Uwe. Macht's gut. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge mir doch gerne beim Podcast-Dealer deines Vertrauens, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Du bekommst die ganze Staffel als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Soundcloud, YouTube, dem Podcast-Portal von Google oder natürlich über meine Homepage theblogofrock.com. Höre dir dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn jede Woche gibt es hier neues Futter. Und vor allem, erzähle es deinen Freunden und teile die frohe Kunde auf Social Media. Alles klar? Dann hören wir uns ja wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, keep on rockin'!